Schon, wenn du schon magst. Übrigens, mir ist gar nicht aufgefallen, dass du die Sachen für die Kippen wieder weggeräumt hattest, dass du hier warst.
alles habe, werde ich gleich sehen. Ja, nee, das passt schon. Ich hab da ganz intensiv, bin ganz intensiv hingegangen und hab das gesucht. Und da war es auch tatsächlich dann, hab ich gar nicht bemerkt gehabt. Das war nur ein Kompliment. So, wie gesagt, ich bin im Stream. Lieb dich. Dann erstmal ein Hallo und herzliches Willkommen an euch. Ich hab gewusst, ich habe was vergessen. Und zwar habe ich den. Die Alufolie So. Hoffentlich war es jetzt. Skull. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent auch lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Ich will.
die schönste Band, Footballstar. Träume so groß, das perfekte Paar. Hochzeit, Haus und Kind, alles durchgeplant. Doch jetzt liegt sie wach, ob das schon alles war. Und sie denkt an ihn und an die Zeit, als sie noch so verknallt war. Jetzt ist alles so ernst, sie weiß nicht mehr, ob das wirklich Liebe war. Niemand wird Feuer spielen, Leute, ne? Wie du auch in den Chat kommst, dass du schreiben kannst, dann musst du abonnieren. Übrigens gibt es die nächsten Tage eine Änderung. Abonniert bitte nicht mehr für Drachi und Himmelsdrache. Bitte nicht mehr abonnieren für Himmelsdrache und für Draco. Die Ränge werden nämlich gelöscht. Und die Einstellungen für die anderen Ränge werden auch gelöscht. Beziehungsweise es werden andere Features geben. Die Sache ist nämlich die. Sekunde, ich muss erstmal den Tisch in den Griff kriegen. Die Sache ist nämlich die, der Discord wird wahrscheinlich gelöscht werden. Innerhalb der nächsten 2 Wochen. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf blau.
Red mal lauter, ich rede ja kaum. Digital News, Luis. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das Problem ist, es liegt dann an mir. Ich würde den Discord weiterlaufen lassen. Aber fragt mal die Hater, was sie wieder angestellt haben. Vielleicht läuft es auch trotzdem weiter. Mal gucken. Ich kenne mich jetzt nicht aus, wo werde ich Mitglied. Wenn du einfach auf meinen Kanal gehst, auf mein Profil. Und auf meinem Profil, dann müsste irgendwo neben Abonnenten oder Abonnieren müsste auch irgendwo Mitglied stehen. Müsste auch hier unter dem Video eigentlich sein. Also unter dem Stream. Alter, was ist denn mit dieser Kohle los? Nee, derzeit gibt es keine andere Möglichkeit, mit mir zu reden. Müsst euch bei den Hatern bedanken. Das haben die Hater wieder mal zu verantworten. Vielleicht schaffe ich es noch, den Discord zu retten, aber ich kann noch nichts versprechen. Bedankt euch bei den Losern der Welt, dass die immer so einen Stress machen müssen. Das ist kein Betrug, weil ich habe es ja direkt rausgemacht und ich habe ja direkt die Dinger in Auftrag gegeben gerade. Das ist jetzt noch heute und vielleicht noch morgen und dann wird es die Ränge nicht mehr geben. Deswegen habe ich ja zeitnah gehandelt und für etwa 2 Wochen ist der Discord ja noch da. Auch wenn ich keinen Zugriff mehr drauf habe. Das müsst ihr mit Discord klären. Ich sag's euch ja gerade extra, damit ihr das wisst. Ich kann das Geld überhaupt niemandem zurückgeben, weil ich das Geld ja selber nicht bekommen habe, ne? Noch nicht jedenfalls. Das müsst ihr mit den Leuten, das müsst ihr mit YouTube klären. Und das ist kein Betrug. Die Hater haben dafür gesorgt, dass mein Account gesperrt wird. Mit den Hatern klären. Ich kann leider auch nichts machen. Kann ihn kotzt es wahrscheinlich mehr an als mich, könnt ihr mir glauben. Es ist halt schade, dass die Menschen einfach respektlose, asoziale Hurensöhne sind, die ständig Scheiße bauen. Womit natürlich nur die Hater gemeint sind, die ständig Scheiße bauen.
Mich hat niemand besiegt. Ich bin ja noch da. Leute, solange es YouTube geben wird und solange mein YouTube-Account nicht gelöscht wird oder sonst was, werde ich immer da sein. Kam mein Sub durch? Was meinst du mit deinem Sub? Deine Mitgliedschaft? Mitglied bist du? Ist irgendwas runtergefallen? Gaming Spider, dankeschön für deine Unterstützung. Sau cool von dir. Wie kann ich mein Gespräch einlösen? Bist du Draco oder was? Also Draco dann. Ja, das Problem ist eigentlich, dass ich jetzt am Wochenende die ganzen Gespräche mit den anstehenden Draco-Rängen noch machen wollte. Okay, ich muss das Ganze anscheinend richtig erklären. Passt auf Folgendes. Irgendwelche Hater haben mich bei Discord gemeldet. Und Discord hat daraufhin meinen Account, also meinen eigenen Account, hat es deaktiviert. So. Und das Problem ist jetzt, dadurch, dass mein Discord-Account deaktiviert wurde, habe ich keinen Zugriff mehr auf YouTube. Quatsch. Durch meinen Discord-Account, der gesperrt wurde, habe ich keinen Zugriff mehr auf meinen Server. Und da ich der Inhaber des Servers bin, wird wohl innerhalb der nächsten 2 Wochen, sollte mein Account nicht reaktiviert werden. Ich habe mich schon beschwert. Vielleicht wird er reaktiviert, vielleicht nicht. Wenn er nicht reaktiviert wird, wird wohl innerhalb der nächsten 2 Wochen der Account gelöscht werden. Also der der Discord-Server. Dann wird es Discord-Server nicht mehr geben, leider. Gaming Spider, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Alter, übertreibst mir jetzt so. Voll krass, dankeschön. Ich habe jetzt die Einstellungen geändert. Drachenbaby. Quatsch. Welpling, Drachenbaby und Drachi gab es ja bereits vorm Discord-Server. Und sowohl der Drachi-Rang als auch der Drachenbaby-Rang haben beide ja Regeln oder Richtlinien, an die ich mich nach wie vor halte. Ich habe ja gestern das wusste ich übrigens gestern schon im Stream, ich habe ja gestern den angekündigten Support-Stream gemacht, ne, für euch, wo die Mitglieder ab Drachenbaby mir Fragen stellen können, auf die ich eingegangen bin. Und es gibt ja ab Welpling mindestens einen Stream im Monat. Ich habe sowieso vor, jetzt wieder mehr zu streamen, weil es jetzt so viele Supporter gibt. Ich will euch dafür quasi entschädigen, indem ich wieder öfter streame. Ich kann euch aber nicht versprechen, wann und wie oft ich streame. Das kann ich euch leider im Vorfeld nicht sagen. Und im Moment existiert der Server ja noch, der Discord-Server. Vielleicht kann ich meinen Account wieder reaktivieren, dann bleibt der Discord-Server da. Aber vorab gilt die Regelung, dass er wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Wochen gesperrt wird. Und meine Mods sind ja nach wie vor da. Meine Mods kümmern sich nach wie vor um den Server.
Die haben nach wie vor Zugriff und der Server ist ja noch existent. Wenn ich das in den nächsten 2 Wochen nicht ändern kann. Wenn ich das in den nächsten 2 Wochen geändert habe, dann geht's wieder. Ansonsten fällt der Discord weg. Aber früher hatten wir auch kein Hilfe. Früher hatten wir auch keinen Discord, als ich YouTube gemacht habe. Also Juno-Streams gemacht habe. Und ich überlege mir halt dann für die anderen Ränge, falls ich irgendwann Himmelsdrache und Draco-Rang wieder erstelle oder reaktiviere, dann werde ich mir irgendwas überlegen, wie ich euch da zusätzlich unterstützen kann oder wie ich euch zusätzlich was machen kann. Himmelsdrache war sowieso so ein kleines Problemkind von meinen Rängen, weil eigentlich war geplant, dass die Himmelsdrachen Sonder-Icons benutzen können auf dem Discord. Das funktioniert aber leider nicht, das habe ich aber erst im Nachhinein festgestellt. Das wäre so früher oder später sowieso gewesen. Und wie die anderen 2 Ränge noch funktionieren, muss ich mir noch überlegen. Sorry, auf E-Mails gehe ich überhaupt nicht ein. Außerdem habe ich die letzten Wochen überhaupt keine E-Mail gekriegt. Online welche verkaufen. Ich habe ein bisschen zu stark von der Shisha gezogen, Alter. Jetzt wird mir schwindelig. Diese geile Shisha, Alter. Geburtstagsgeschenk letztes Jahr gewesen. An Teamspeak werde ich definitiv nicht mehr machen. Teamspeak ist mir zu viel Arbeit. Leute, wenn ihr was in den Chat schreibt, bedenkt, dass ich das immer erst ein paar Minuten später sehe, so etwa eine Minute oder was. Du schaust überhaupt nicht zu und du weißt ja nur, dass ich Shisha rauche, weil du zuschaust oder wie? Danke vorbildlich. Wie war es mit Zito zu sprechen? Normal, ne? Mal ein Gespräch. Ich finde das unfair. Ja, was meinst du, wie ich mich fühle? Reiner Zufall. Oh, war das witzig. Kann man so hässlich sein? Also so hässlich bin ich jetzt auch nicht.
Machst du mal mit Sido Musik? Ich weiß es nicht, das kommt auf Sido an. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht deswegen langweilen. Allerdings langweilt mich ja jemand hier. Nur für den Fall, dass du gerade den Satz gehört hast, den ich im Stream gesagt habe. Okay, bin einmal weg, schon Abend, die Drache. Dankeschön, Gaming. Was? Gaming Spider. Vielen Dank dir auch und einen schönen Tag, schönen Abend dir noch. Warum ist die Musik jetzt aus? Lass mich mal überlegen. Was macht man da jetzt am schlauesten an? Ich habe eine Idee. Hören wir uns noch mal ein bisschen den Soundtrack von Ding an. Von Brutal Legend, oder? Ich habe doch den Soundtrack original hier. Da, 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 da. Nein, da unten ist zum Runterladen. Ach, ist schon fertig, nice. So, Sekunde. Bäh, Hilfe. Brutal Legend Soundtrack. Alles abspielen, bitte. Falls der Bass zu extrem ist, müsst ihr mir das bitte sagen. Weil da muss ich den Bass ein bisschen runterdrehen an der Anlage. Weil jetzt dürfte der Sound ein bisschen krasser sein, weil die Anlage ja an ist. Das vorher war ja nur das Ecosystem. Thank you.
Wenn ich einen neuen Server mache, hindert die Hater nichts daran, mich wieder zu melden. Und ich mache mir die Arbeit jedes Mal aufs Neue. Das sehe ich nämlich nicht ein, sorry, da habe ich kein Interesse dran. Vielen Dank, Asok, vielen Dank, Phoenix. Leute, jetzt haben wir Finn nicht viel zu tun gehabt. Das ist einfach, das sind einfach die Hater mal wieder als Gruppe. Genauso wie sie mein Twitch-Account, obwohl, glaube ich, der Twitch ist, glaube ich, auch darunter gefallen. Wie sie meinen Twitch-Account, wie sie meinen Twitter-Account, wie sie meinen Instagram-Account vernichtet haben und damals vor langer Zeit mein Facebook, so haben sie auch das andere gemacht. Viel von Endless Drinks hast du noch, keine Ahnung. Ich glaube 9 Dosen oder so. Leute, haltet euch mal bitte an richtige Schreibregeln, ne? Viel Liebe aus der Schweiz an dich. Dankeschön. Drache, reagieren wir bitte auf 50 Euro was Spende? Hä, wieso? Mach ich doch die ganze Zeit. Alter, ich bin echt müde gerade schon wieder. Reagiert doch für 50 Euro. Was für 50 Euro? Ich hab doch reagiert, Leute. Ich hab doch die Nachricht sogar vorgelesen. Was wollt denn ihr von mir? Die Nachricht war, Discord war echt nice. Wäre toll, wenn du einen neuen machst. Und dazu sagte ich doch deutlich gerade, dass ich keinen neuen machen werde, weil ich keinen Bock hab, mir wieder einen Account zu machen, wieder von Discord gesperrt zu werden, wegen wieder den gleichen Grund. Das ist nämlich schon das zweite Mal gewesen mittlerweile, dass sie sowas abgezogen haben. Außerdem habe ich gerade auch auf die 50 Euro schon reagiert mit Dankeschön. Müde von was? Wand streichen. Wenn du es genau wissen willst. Trink Managers, das hilft bei mir gar nichts.
Wenn ich es halt verhindern kann, wird er in 2 Wochen gelöscht, Discord, ja. Drachen, wenn du einfach so müde bist, würde ich zum Arzt gehen. Das ist ein Anzeichen für Diabetes. Genau, es ist ein Anzeichen für Diabetes, wenn ich bloß 4 Stunden am Tag schlafe, dass ich müde bin auf Abend zu. Props an dich. Wenn du abonniert hast, müsstest du einen Link haben. Glaubst du, Cola gibt es wirklich? Da immer solche hirnlosen Fragen, ey. Sehe ich den? Och Leute, ganz ehrlich, ich habe es schon so oft erklärt. Googelt es halt einfach, wenn ihr es nicht findet. Schön, wenn den Rocket League Soundtrack, oder? Könnte ich das von dir machen? Könnte ich ja. Ich habe aber eine coole Idee gerade. Der Bass durchdrehen, warte mal, ich mach mal den Bass in die Runde. Ja, so der Bass hier um die Ohren fliegt. Müsste euch der Sound gleich besser rüberkommen. Ich habe den Sound jetzt mal auf die Anlage direkt, also direkt auf den Ding gestellt. So. Hast du abgenommen? Finde ich irgendwie. Das haben mir in der letzten Zeit öfter welche gesagt. Ja, ich habe abgenommen. Wie viel Watt hat deine Anlage? Irgendwas um die 12.000 oder so. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Könnte auch mehr sein.
muss ich nachschauen, weiß nicht. So. Richtig guter Song, aber ich muss jetzt auch mal kurz umstellen. Kleinen Moment. So. Ja. Bisschen leiser vielleicht. So, seit langem mal wieder ein bisschen Geometry Dash zocken. Das Game ist im Prinzip recht easy. Mach mal eine kleine Runde Geometry Dash. Wie sieht mein Ding aus? Es ist echt mittlerweile alles wieder weg. Ich hatte das doch schon mal freigeschalten alles. Weil die haben viel geändert. Schauen wir mal, wie gut ich noch bin oder wie schlecht. Das hat viel geholfen. Man muss nur im richtigen Moment die linke Maustaste drücken und die Musik entwickelt sich mit dem Spiel. Ist eigentlich ein recht chilliges Spiel, gibt's auch auf dem Handy. Ich zeig mal die Maus in die Ding. Alexa schalt Studio auf 100%. Ach man, ich habe es ewig nicht mehr gezockt, ey. Alexa, stell Studio auf hellblau. Ich sag der hellblau, nicht weiß. Egal. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren hier. Verflucht. Das Geile ist so leicht, wenn die Maus in der Luft ist. Also Rainer, konzentrier dich jetzt mal. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt ins Bild rauchen.
Dann sehe ich nichts. Au. Wartet mal kurz. So, jetzt hat. Man muss dazu sagen, ich spiele normalerweise mit der Tastatur. Nicht mit der Maus. Weil die Maus rutscht irgendwann immer weg, weil ich immer so schwitzige Pfotchen kriege. Das ist ein total billiges Spiel, aber es ist sau lustig. Ey, ohne Scheiß, das ist so lange her, ne? Ich spiel's mal mit der Tastatur, da bin ich besser. Sag ich und flieg direkt in die erste Falle rein. Gib mir meine Tastatur nicht? Doch. Alter, Rainer. Verarsche ich mich gerade selber? Vorführeffekt. Normalerweise schaffe ich das instant beim ersten Versuch. What the fuck? Mein Ernst? Ich komme gerade selber nicht klar. So, wieder auf die Maus gewechselt. Oder habe ich das doch mit der Maus gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich konzentriere mich gerade nicht. Drache, hast du was umgeräumt? Alter, das habe ich schon so oft beantwortet, die Frage. Alter, jetzt wird's aber peinlich, Alter. Das ist das einfachste Level von allen. Was zum? Gott, ich habe das ewig nicht mehr gespielt, ey. Irgendwie komme ich mir gerade verarscht vor. Jetzt habe ich zu lange in den Chat geschaut, glaube ich. Problem ist, ich schaue immer wieder in den Chat. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Scheiße. Aber ich finde es cool, dass die anscheinend immer noch an dem Spiel weiterentwickeln. Weil die haben viele Neuerungen reingemacht, habe ich gesehen. Also jetzt nicht in der Map hier, aber generell scheint da viel geändert worden zu sein. Jetzt aber. Im Prinzip ist es ein recht einfaches Spiel. Es geht hauptsächlich um Reaktionen. Alter, wenn es allerdings anfängt zu laggen, ne?
Da war ein Mikroleck drin, der hat mich jetzt abgelenkt. So ein Scheiß. Aber ihr werdet jetzt sehen, wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentriere und nicht rumquatsche, wird es wieder. Früher war ich so gut, dass ich es geschafft habe, genau auf einer Höhe zu bleiben und nur minimal abzurutschen. Mist, da muss man immer spät springen. Das verkacke ich jedes Mal an der Stelle. Eigentlich hatte ich vorhin gedacht, dass ich genau an der Stelle das erste Mal verrecken würde, aber... Man wird jetzt sehen, wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentriere, dann schaffe ich es immer. Ach scheiße, da war glaube ich die andere Ding, oder? Ah, da wäre die andere gewesen. Die Münze. Ah, shit. Hab gerade gedrückt, aber das war eine Sekunde zu spät. Mal ja nicht so rumnupen gerade. Ach, verdammt. Na komm. Jetzt aber. War die oben oder unten die Münze? Unten oder oben? Ich glaube oben, oder? Ach, gar nicht. Habe ich schon verkackt. Okay. Level complete. Und nur eine Münze gefunden. So ein Scheiß. Die zweite haben wir gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie kam man dann dahin? Hm, musste man irgendwo, musste man sich runterfallen lassen. Da war dann ein Super Jump Becken. Sieht aus wie ein Roboterkopf. Das ist Absicht gewesen. Das ist ein Ding, was ich gemacht habe. Stabile Verbindung. Was für eine Leitung hast du? Ich habe eine 500K Glasfaserleitung. So. So, wir machen jetzt mal das Level noch mit dem Ding, weil ich mache das nämlich immer mit... ich mache das nämlich immer zweimal jedes Level. Es gibt natürlich so diesen Trainingsmodus. Wenn ich jetzt irgendwo verrecken würde, ich demonstriere es mal, dann starte ich immer wieder hier quasi. Alter, was war das für ein Lag? Na, ich lasse da immer solche Kristalle fallen bei jeder Gelegenheit. Könnte ich auch selber machen, wenn ich wollen würde. Ihr seht ja unten mit Z und mit X kann ich die nochmal selber beeinflussen. Allerdings kann man bei dem Modus hier die Dinge einsammeln. Die Münzen. Ich glaube hier.
Ah, nee, okay. Ich dachte, hier musste man sich runterfallen lassen. Doch nicht? Okay. Ich weiß echt nicht mehr, wie man da hinkam. Hey, warte mal, ist es neu, dass man seit neuestem. Nee, ich glaube, die kann man nicht einsammeln, ne? Auch im Trainingsmodus nicht. Ah, es ist nur Übungssache. So, und schon haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es zweimal geschafft, das Level. So, und jetzt kann man quasi das nächste Level machen. Bam 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 bam. Ey, wieso bist du denn gesprungen? Suck! Das ist so geil, yeah, Mann, ich feier das Spiel hier so sehr. Naja. Sollte ich nicht, Mann, verrecken, geht gar nicht, oh Mann, ey. Was soll der Scheiß, ey, ich will doch nur durchkommen, ja, Mann, das geht schon. Ich feier das Game ab, Alter, feier ich grad voll ab, Alter, was geht da drüben? Ich seh's noch nicht, kommt aber gleich noch. Ah, ich bin wieder an der Stelle! What the fuck? Ah, es geht halt wirklich um Reaktion und alles und um das Level zu kennen. Ich hab das auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich will heute noch durchkommen. Mindestens das Level noch, dann schauen wir noch, wie's weitergeht. Oh Mann, was kommt denn da noch auf mich zu? Oder drüben, schau doch mal dorthin. Oh ja, komm schon, wir schaffen es, yeah, mit Gun Techno Beat. Oh Mann, wie geil ist dieser Scheiß, ey? Verkackt die Münze. Oh nein, Mann, was soll das? Ich feier den Song, geht vor. Ah, da ist es oben. Nein! Zwei Münzen verkackt, die ich locker gekriegt hätte. Überleg gerade, ob ich absichtlich drauf gehen soll. Die holen wir uns später noch, denn ich komm da auch nochmal durch, wenn ich's einmal geschafft habe. Was zur Hölle? Dann holen wir uns die eben jetzt. In dem Durchgang, das kriegen wir schon noch. Ich hätte springen müssen. Das hab ich total verkackt. Das kann doch nicht sein, Mann, ey. Das ist peinlich, Alter. Was soll der Scheiß denn? Oh Mann, das krieg ich jetzt schon. Die Münze gehört mir und ich hol sie mir natürlich auch gleich mal ab, ey. Wo ist das Ding hin? Ich krieg es. Ach komm. Das Freestylen ist geil und ich hol sie mir heute noch. Da ist sie doch schon und da geht's weiter. Ich wusste, ich krieg sie heute noch. Oh ja, Mann, Alter, das gehört schon mir. Und da ist die nächste. Voll gegen die Wand, nein! Ich. Jetzt haben wir nicht aufgepasst. Die Münze gehört uns, wir kriegen die schon, Mann. Ich vergesse immer, dass ich springen muss. Jetzt konzentriere ich mich nicht, weil ich zu viel singe. Also, Konzentrationsmodus. Tot. Ich habe übrigens versucht, einmal das erste und das zweite Level blind zu machen. Weil ich versucht habe, anhand des Beats im richtigen Moment zu springen. Es geht auch, aber ich bin immer irgendwie nach der Hälfte vom Level bin ich ungefähr verreckt. Nein! Da habe ich Panik gekriegt. Alter, ich bin gesprungen. Ich krieg da. Ach komm. Das Singen beruhigt mich, ich krieg das schon hin. Ja, das schaffen wir.
Ich feier das Game nach wie vor, Mann. Oh yeah. Konzentration ist hier wichtig. Ihr seht's schon, das kriegen wir noch hin. Oh yeah, Mann, das schaffen wir. Ich hab... Jetzt hab ich Schiss zu verrecken, scheiße. Es kriegt das doch hin oder nicht, Mann. Ich schaff das doch schon. Und das ist... will ich nicht hören. Nein, ich bin nicht gesprungen. Nein, ich bin nicht gesprungen. Wieso bin ich nicht gesprungen? Alter, das war knapp. Ich habe schon gesehen, wie ich verreckt jetzt bin. Jetzt war ich so überwältigt davon, dass ich überlebt habe, dass ich direkt in die nächste Falle reingerannt bin. Ernsthaft? Wobei die Level hier echt noch chillig sind. Später kommen richtig harte Level. Und die Rakete ist nicht die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Irgendwann später kommen auch Level, wo man sich rückwärts fortbewegen muss. Da läuft man auf so ein Portal und dann plötzlich macht man das Level nochmal rückwärts. Dann geht's ja nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Ist voll ungewohnt. Nein, jetzt habe ich die Dinge vergessen. Nein, vor lauter Labern. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Die muss ich mitnehmen. So, kurz gucken. So, los geht's. Ah, jetzt habe ich aufgepasst. Der Tod war vorhersehbar. Ich soll mich darauf konzentrieren, zu singen oder zu spielen. Oder beides. Aber dann richtig, das kriegen wir noch hin. Heute schauen wir doch mal, Mann. Das schaffen wir noch. Ich seh's schon. Kommen, ja, Mann. Ach komm, was war denn das, Alter? Ich hab doch gedrückt. Da habe ich wohl eine Sekunde zu spät gedrückt. Okay. Konzentrationsmodus. Alter, nicht ruckeln. Ach Mist, da hätte ich unten lang gemusst. Mist, da hätte ich unten lang gemusst. Da wären unten keine Stacheln gewesen. Das hat nur so ausgesehen. Das waren Fake-Stacheln. Scheiße. Aber man merkt, sobald ich mich konzentriere, geht's anders ab. Das ist auch eine Sache, die bei Let's Playern viel unterschätzt wird. Heißt immer, oh, du bist voll der Noob, Alter, weil du da das nicht gesehen hast und nicht geschafft hast. Liegt wirklich daran, wenn man labert, konzentriert man sich nicht so sehr. Vor allem ich habe da das Problem, wenn ich am ADS auch. Oh, komm. Siehst du, jetzt habe ich das wieder verpasst, weil ich gelabert habe, weil ich zu dumm war. Ach, das war eins zu früh, scheiße. Hätte eins später runterfallen müssen. Wir holen uns alle drei Münzen in der Runde hier.
Also, in der Map hier, meine ich. Die Runde kann ich nicht versprechen, dass ich es schaffe jetzt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Die Autosprünge sind übrigens etwas, was einen oft schon mal aus dem Konzept rausbringt. Und es ist auch immer schwerer, als man am Anfang glaubt. Ich zumindest habe mich damals schwer getan, in das Game reinzukommen. Und ich habe es anscheinend doch immer mit der Maus gespielt. Alter, die nehme ich mit. Also es war jetzt Absicht, also das vorherige. Was war denn das jetzt? Ach, das war wieder dieser Autosprung. Manchmal drückt man nämlich auch beim Autosprung. Und dann hat man meistens zu kurze Reaktionszeit, um nochmal zu drücken. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil dann reagiert der Sprung nicht. Zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt. Oder er reagiert schon, aber er reagiert zu spät. Das war zu früh. Okay, wir machen das die Runde jetzt noch, also die 30. Wenn ich es nicht schaffe, dann machen wir erst einmal das Level im Normal-Modus durch. Also mit dem Speicherplätzen. Oh Mann. Damit man das einfach mal richtig, dass ich das mal richtig hinkriege. Wir waren aber schon 86%, ich schaffe das auch auf 100%. Alter. Übrigens ist es mit den Save-Punkts gar nicht so einfach. Weil manchmal kann man nicht direkt springen, oder man muss im richtigen Moment wieder springen nach der Wiedergeburt. Das kann auch ganz schön nach hinten losgehen manchmal. Würde ich übrigens jedem empfehlen, der das Game mal zockt. Wenn ihr eine Map nicht schafft, versucht es immer mal mit diesen Checkpoints. Weil mit diesen Checkpoints kommt ihr halt echt gut voran. Ah, seht ihr? Ich hab die Münze nicht einsammeln können. Haben es also nicht geändert. Ich dachte schon, sie haben es geändert. So. Aber ich zeige euch, dass ich jetzt alle drei einsammeln könnte. Wenn ich jetzt natürlich nicht so blöd gewesen wäre, weiterzukommen. Ach Mist. Ach Mann. Ach Scheiße. Wartet. Genau. Weil das sind nämlich Fake-Dinger hier. Ach so. Da ist ein... Mann, hör auf zu springen, Rainer. Da war jetzt so ein automatischer Sprungknopf. Den habe ich nicht gesehen durch das Geblinke. Weil hier ist nämlich schon das Ende nach dem Abschnitt hier. Alter. Rainer? Hier ist nämlich schon das Ende, wie gesagt. Genau. Also nochmal normal. Alter.
In der Map hier alle Münzen zu kriegen ist gar nicht so schwer. Wobei man dazu sagen muss, dass man weniger Skill für den Speicherpunkt-Modus braucht. Als für den Modus hier. Da muss er die ganze Map auf einen Durchzug schaffen. Was ich euch übrigens empfehlen würde, wenn ihr zu lange an einer Map arbeitet, lasst euch wirklich ein paar Sekunden Zeit, bis ihr die nächste Map beginnt. Oder macht dann lieber eine andere Map irgendwann mal. Ah, seht ihr? Dann hätte ich springen dürfen. Das habe ich jetzt verkackt. Ihr könnt schon mal Kommentare schreiben, ob ich nach der Runde noch weitermachen soll. Also wenn ich die Map geschafft habe. Die Map würde ich gerne noch zu Ende machen. Also mit einem Sieg eventuell. Im Idealfall. Alter, jetzt war ich wieder verwirrt durch diesen blöden Autosprung. Könnt ihr das schreiben, ob ich noch eine Runde machen soll, also noch eine andere Map? Oder ob ihr lieber wieder Lava-Stream machen soll mit Mugge? Nein! Alter, hör auf zu ruckeln! Hier wird nicht geruckelt! Ich versuche jetzt mal wirklich die Map zu schaffen, unabhängig von den Münzen. Wenn ich sie mitnehmen kann, nehme ich sie mit. Wenn ich sie wieder verkacke, lasse ich sie liegen. Und ich kann keine Kommentare lesen, während ich das spiele. Also sorry, falls ich mal einen Kommentar nicht lese. Wieso bist du nicht gesprungen? Menno. Manu. Okay. Nein. Das Gemeine ist, dass man echt immer wieder ganz von vorne anfangen muss. Es gibt da wirklich keinen Checkpoint in der Mitte. Oh Mann.
Jetzt habe ich gedacht, da ist ein Autosprung, obwohl da gar kein Autosprung ist. Aber ich merke, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, jetzt sollte ich vielleicht lieber eine andere Map mal kurz machen. Ja. Jetzt bin ich auf der Map zu festgefahren. Ich gehe mal kurz in einen anderen Song rein. Weil jetzt bin ich in dem anderen Map, bin ich jetzt zu festgefahren gerade. Ah, shit. Mist. Mist, da war die Münze. Nein. Ich muss aber sagen, dass mir der Song hier nicht gefällt. Wartet mal, mir gefällt der Song nicht. Was war denn das hier für einer? Ach, der war auch so scheiße, wartet mal. Was war denn das für einer? Lass mich mal kurz überlegen. Verflucht? Oder war das der, wo scheiße angefangen hat und dann richtig geil wurde? Dafür soll jemand weiter als 10% kommen. Ja, okay, gut, er geht. Das ist aber nicht unbedingt der beste gewesen. Es gab richtig coole Songs auch. Was bist du für einer gewesen? Ah, der war nicht schlecht. Vor allem, wenn einer von den Songs gefällt, dann will man schon immer alleine aufgrund des Songs weiterkommen. Damit man weiß, wie der Song weitergeht. Zumindest geht es mir immer so.
Weil der geht jetzt nämlich voll ab, der Song. Ich glaube, hier musste man sich auch irgendwo mal runterfallen lassen für eine Münze. Ja, da musste man oben lang, genau. Boah, das ist immer so brutal gemein, Alter. Das ist immer so brutal gemein, wenn die dann anfangen, das Tempo so anzudeuten, dass es schneller wird. Anhand von dem Schatten hinter einem selbst. Jetzt im Moment sieht man ja nur mal ein Ding, wo Funken sprüht, wenn er rutscht. Aber später, wenn wir jetzt nochmal so weit kommen wie gerade. Oh, es ist immer richtig gemein, Alter, weil dann macht es immer so einen richtigen Speed-Rush. Und es ist voll fies. Alter, ruckelt das gerade oder täusche ich mich? Bitte nicht ruckeln. Also nach der Ebene hier fängt es wieder so komisch an zu rushen. Das ist immer voll irritierend. Natürlich ist es auch irritierend, wenn man an der Decke lang geht, anstatt anders. Alter, nicht ruckeln! Also hier nach dem Flugmodus war das. Ach Mist, der hat ja oben lang gemusst. Boah, das ist gemein hier. Das ist voll fies, Alter. Oh, das ist immer so gemein, das Level. Ach, das war ein geiler Song, Alter. Ich habe ewig gebraucht, um so weit zu kommen bei dem hier. Bei dem hier habe ich immer ewig gebraucht. Ich habe den nie geschafft. Ich habe den habe ich auch nie zu Ende gemacht, glaube ich. Den habe ich nie zu Ende geschafft. Ich versuche mal so weit zu kommen wie möglich. Der hat mir auf jeden Fall mal gefallen. Aber ich habe ewig gebraucht, bis ich da weitergekommen bin. Da bin ich an jedem Scheiß verreckt. Hier wird auch die Reaktion echt auf die Probe gestellt. So viel dazu. Ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Klavierfan. So, Konzentrationsmodus. Zu spät. Die Map hier kann ich nie lange machen, weil die wirklich anstrengend ist. Genau an den Stellen bin ich nämlich mehr verreckt. Hier zum Beispiel bin ich mehr gesprungen bei dem einen Stachel. Man merkt, ich komme nicht weiter. Ich glaube, bis zu der Map hier, habe ich es, glaube ich, immer geschafft. Und da bin ich dann immer weitergekommen. Genau deswegen. Weil es so richtig gemein ist. Man darf sich da keine Sekunde ablenken. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz was einstellen.
Alexa statt Studio auf Blau. Wobei Lila wahrscheinlich besser geeignet wäre für das Level hier. Okay. Die Map schaffe ich nie besonders weit. Das hier ist ein richtig fieses. Ja, die Map hier ist richtig fies, ey. Und da kann man wirklich gar nicht mehr durchatmen. Genau deswegen. Alles richtig fies, alle. Plötzlich geht es einfach mal nach oben. Das erinnert mich immer an... Oh Gott, wie hat das Spiel geheißen? Flappy Bird oder so. An Flappy Bird hat mich das immer, erinnert mich das Level immer. Ist, glaube ich, auch daran angelehnt. Verflucht. Konzentration. Ich merke. Konzentration lässt nach. ADS und so. Ich habe übrigens wegen dem Spiel einmal. Scheiße. Ich habe übrigens wegen diesem Spiel habe ich übrigens schon mein Handy geschrottet. Man sieht übrigens am Smiley auch immer, ob es ein einfaches oder schweres Level ist. Boah, das Level ist auch gemein gewesen. Alter. Das ist so fieses Level. Boah, Mann. Das Level ist richtig fies. Ah, ich spiele die jetzt alle bloß einmal kurz an, damit ihr das mal seht. Oh, nein, das hier war die Map. Genau, das war die Map mit dem epischen Song. Hier habe ich echt ein halbes Jahrhundert gebraucht, bis ich weitergekommen bin, Alter. Hier habe ich ein halbes Jahrhundert gebraucht, bis ich weitergekommen bin, Alter. Das ist ein richtig krasses Level. Da muss ich mich richtig konzentrieren, wartet mal. Scheiße. Also die Map hier ist echt gemein. Genau wegen diesen drei Stacheln da ist es übrigens mega gemein. Weil meistens verreckt man dann erst an diesen drei Stacheln richtig oft. Bis dahin geht's eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her. Bist du nicht gesprungen? Boah, ruckel! Hör auf zu ruckeln! Boah, das Spiel ist so gemein, wenn es eine Sekunde ruckelt, Alter. Wenn du einen Frame-Einbruch hast, ist es so vorbei, das Spiel. Vor allem in den höheren Leveln dann. Genau, diese drei Stacheln. Diese drei Stacheln. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in diese drei Stacheln schon reingeflogen bin. Nein! Ich bin gesprungen. Ich liebe diesen Song, aber ich komme da einfach nicht weiter. Ich habe mich an der Map immer so festgefressen. Was war das jetzt? Hä, wieso bin ich da verreckt? What the heck?
Geist leeren und nur auf den Rhythmus achten. Ich fall wieder mal altes Muster. Das Problem, das Gemeine an der Map hier ist, wenn man in diesem einen Raum. Wartet, ich sage euch gleich, welchen Raum ich meine. Hier in diesem Raum, wenn man zu früh drückt, dann landet man gemeinerweise. Genau wie hier. Dann drückt man auf diese Kugel und wenn man auf dieser Kugel springen drückt. Weil hier bei der Bodenfläche muss ich nichts drücken. Hier. Ich zeig's euch mal. Aber bei der Kugel muss ich was drücken. Und wenn ich bei der Kugel was drücke, wo ich nichts drücken darf, dann lande ich natürlich erstmal im Nichts. So. 34. Versuch. Machen wir noch zwei Versuche. Okay, das war der erste. Okay, das war der zweite. Die Map darf ich echt nicht übertreiben. Wenn ich die zu oft mache, dann ist es richtig übel. Wie heißt das Spiel nochmal? Das Spiel heißt Gomadry Dash. Das hier ist ein richtiges Rampage. Das ist eine richtige Rampage-Map hier. Ja, das hier ist eine richtige Rampage-Map. Ihr merkt schon, ne? Der Schwierigkeitsgrad zieht gewaltig an. Ja, jetzt habt ihr schon gesehen. Jetzt haben wir noch eine neue Fähigkeit. Und zwar können wir uns jetzt in so einen komischen, in so eine komische Kreissäge verwandeln. Nein! Okay, ich mag diesen Song nicht. Oh, der hier ist richtig schlecht. Och, der hätte springen müssen. Sorry, aber auf den Song habe ich gar keinen Bock. Das ist auch so ein geiler Song. Aber der hier ist auch richtig schwer. Da habe ich auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich für den gebraucht habe. Konzentration. Das Gemeine an dem Song hier ist, aufgrund des Rhythmus, den er hat, kommt man immer schnell durcheinander. Scheiße. Komm schon, Rainer. Das war zu früh. Das ist eine richtig coole Map, aber die ist leider auch scheiße schwer. Man sieht anhand des Smileys immer, wie schwer die Maps sind. Hier ist es noch angenervt. Hier auch. Hier auch. Und hier ist schon so ein Smiley. Und weiter vorne sind halt so diese lachenden Smileys. Halt, hier war ich. Und ja, und es gibt natürlich auch Maps, die man freischalten muss. Oh, hier ist es gemein, weil die Steine anders, weil da die Dinger anders aussehen. Alter, was ist denn das? Hör, ich habe einen Schlüssel gekriegt. Hä, wofür war denn der Schlüssel jetzt? Okay, der Schlüssel ist neu. Nein. Alter.
Es ist halt eine richtig gemeine Map auch. So. Hier kommt man nur rein, wenn man 10 Münzen hat. Das heißt, man muss, ich glaube, alle glaube ich nicht, aber man muss, glaube ich, mindestens 2/3 von den ganzen Maps vorher machen. Und Münzen schaffen. Ach, das war der Song hier, ja. Wartet. Der ist aber auch geil. Das hier ist eine scheiß schwere Map. Weil hier die Stacheln, die auf dem Boden sind, also hier, wo auf dem Boden sind, die leuchten auf. Und sobald die aufleuchten, muss man vorher gesprungen sein, sonst killen die einen. Und ich habe nie den Rhythmus rausgefunden, wie man da springen muss. Okay, jetzt habe ich mir am Kopf gekratzt. Kai, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Was, man bekommt richtig Bock, das Spiel mal wieder selbst anzufassen. Das Spiel ist richtig, richtig geil. Es macht auch richtig Laune. Du fällst sehr oft. Cry, ich weiß gar nicht, wie ich aussprechen soll. Cry, ganz ehrlich, probier es selber. Das Spiel ist schwerer, als es aussieht. Ich habe mir damals auch gedacht, ja, wie kann das Spiel schwer sein? Sieht doch voll leicht aus. Ja, wenn man geübt ist. Ah, da seht ihr, hätte ich zum Beispiel springen müssen. Ich habe nie diesen Rhythmus rausgekriegt mit diesen Dingern. Bei der Map hier bin ich tatsächlich, glaube ich, nie über die Dinger hinausgekommen. Hey, ich bin doch gesprungen. Achso, da hätte ich nochmal springen müssen. Hey, nicht ruckeln. Böser Computer. Hey! Okay, da bin ich eigentlich gesprungen. Aber da muss man wirklich... Es gibt da Level... es gibt manche Level, da muss man wirklich Frame Perfect spielen. Da zum Beispiel. Wenn man da... Wenn man bei dem... Bei der Map hier... Passt eigentlich, dass es genau die Map ist. Wenn man bei der Map hier nicht ganz Frame Perfect ist, hier... Wapp. Dann hat man richtige Arschkarte. So, Konzentrationsmodus. Ja, genau deswegen. Muss man zum Teil wirklich Frame Perfect sein. Da. Man kommt auf und muss sofort wieder springen. Mist. Was war denn das jetzt? Hä, wie soll man da vorbeikommen? Warte. Ich check gerade, ob ich da oben vorbeikommen soll. Hey! Ich hab dreimal gedrückt. Mist. Ah, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Wenn ich jetzt dauernd drauf gehen würde. Oh, mal schauen, ob ich das schaffe. Mist, das war zu spät. Ich weiß zwar jetzt, wie es geht, aber ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß zwar jetzt, wie es geht, aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Oder sagen wir besser so, ich habe einen Verdacht, wie es geht. Ja. Ich dachte, man landet auf der äußeren Kante, aber man landet auf der inneren. Komm schon, ich schaff das. Mist! Ich hab doch gedrückt. Wie gesagt, Frame Perfect zum Teil.
Ich überlege gerade, ob das mit dem Controller nicht sogar einfach wäre. Einfacher wäre. Alter. Nein, da ist ein Stachel oben drauf. Den habe ich nicht gesehen. Aber genau so läuft es übrigens, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Auch bei den einfacheren Leveln. Bei den einfachen Leveln kommt man vielleicht ein bisschen leichter voran. Okay, Rainer, beruhig dich erstmal. Boah, war das gemein! War das gemein! So ein Wichser, Alter! So ein Wichser! Habt ihr das gesehen? Der hat mitten im Flug, hat er plötzlich die Richtung gewechselt und hat es andersrum gesetzt. Da war die Schwerkraft plötzlich oben anstatt unten. So ein Wichser! Oh, habt ihr es gesehen, Alter? Wie fies ist das denn, Alter? Sowas von gemein, Mann! Boah! Nein, das ist gemein! Das ist so gemein, Alter! Boah, es ist fies, Mann! Nein! Konzentration. Nicht schon wieder ruckeln, Alter! Manno, ich bin jetzt schon 10-mal wegen Ruckler verreckt. Okay, das war jetzt kein Ruckler. Runterkommen. Die wissen schon, warum sie hier ruhiger den Mucke genommen haben. Alter. Ich versuch's noch 2-mal. Eins. Okay, das war die 2. Obwohl man die eigentlich nicht zählen lassen sollte, ne? Das ist gemein, Alter. Das Problem ist mit dem Discord, dass mich die Hater beim Discord gemeldet haben und mein Account gesperrt wurde. Da kann mir auch ein Admin bei Excelnet, von Excelnet helfen. Gehe ich zumindest mal von aus. Also du bist zufällig auch ein Admin bei Discord, bei den Machern von Discord und kannst meinen Bann aufheben. Oh, so. Aber die mir bist gemein, oder? Zum Teil Frame Perfect, das ist voll fies, ey. Ah, der Song ist geil. War das jetzt eigentlich eine gemeine Map? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich glaube schon, ne? Ah, ich erinnere mich, aber das war ein richtig gemeiner Song auch. Wartet mal. Die Sache ist, wenn man das Spiel zu lange spielt, merkt man schon, ne? Da geht dann die Konzentration flöten. Mist. Boah, das ist so gemein, genau. Das ist so gemein, da ist mir so ein Stachel. Da ist mir einfach so ein Stachel, der so hoch und runter geht. Und wenn ich drauf drücke, fliegt er nach oben. Und wenn ich loslasse, fliegt er nach unten. Das ist auch voll fies gemacht. Hier brauchen wir 20. Was haben wir hier? Ach, das ist die Map. Oh, das ist so ein richtig kacke Song. Och, Mann, oh. Ja, genau, hier wird man nämlich zum Roboter. Da haben wir nochmal so ein neues Feature. Da war ein Sprung. Und schon wieder den Sprung verkackt, weil ich immer zu früh drücke.
Da darf ich nicht springen, okay. Oh Mann. Ah, ihr seht schon, zum Teil ist das Spiel echt gemein. Wenn ich einen neuen Account mache, ne, dann machen die Hater das gleiche einfach wieder. Das haben sie schon das zweite Mal jetzt gezogen. So, was haben wir hier für eine Map? Alter, die Map kenne ich gar nicht. Die Map kenne ich gar nicht. Oh Scheiße, warte mal. Die Map kenne ich gar nicht. Oh, da muss ich früher springen. Da muss ich viel früher springen, warte. Oh, das ist auch eine Frame Perfect Map, glaube ich. Ah, ich sehe schon. Ich muss nicht früher springen, ich muss doppelt springen. Genau. Okay, hier gibt es neue Features, die kenne ich noch nicht. Erzähl dir mal, wie ich mich bei einer neuen Map anstelle, die ich noch nicht kenne. Ach, da muss ich gedrückt halten, okay. Wusste ich noch nicht. Mist. Ach übrigens, ich habe für nahezu jede Map... Scheiße. Ich habe übrigens für nahezu jede Map ursprünglich, bis auf die ersten zwei, habe ich mindestens 300 Versuche gebraucht, bis ich sie fertig gehabt habe. Ich muss gedrückt halten, Rainer. Boah, es ist gemein, die Map. Hey, ich bin gesprungen. Wahrscheinlich wieder zu spät. Holt. Warum habe ich nicht gehalten? Ich hab doch gehalten. Hey! Das ist schon das zweite Mal, dass er an der Stelle nicht gesprungen ist. Oh nein! Jetzt geht's wieder an der Decke los, Alter. Das an der Decke ist echt so mit mein absoluter Achillesferse beim Spiel. Hey, ich hab gedrückt! Hab ich meine Maus verschlissen? Hey! Was war das für gerade? Der Herr ist gerade gesprungen, ohne dass ich gesprungen habe. Hä? Hallo? Lol, jetzt geht meine Maus nicht mehr. WTF? Habe ich jetzt meine Maus geschrottet oder was? Da hätte ich jetzt springen dürfen. Hallo? Wartet mal. Jetzt reagiert die Maus plötzlich nicht mehr. Hä? Wartet. Leertaste. Okay, das war mein Fehler. Hey, ich bin gesprungen. Okay, die Leertaste funktioniert auch nicht richtig. Na gut, dass es das so nicht geht, das wusste ich, aber das ist jetzt mit der Maus los, Alter. Ich hoffe, die spinnt jetzt nicht die ganze Zeit rum. Oh ja, das ist die Maus. Ja, die Maus hat jetzt gerade zweimal, die hat doppelt gedrückt, wo ich nur einmal gedrückt habe, ganz merkwürdig.
Kann gerne den Discord für dich erstellen. Dann bringt er nichts. Was bringt das nichts, wenn sie dich melden? Ja, das bringt mir aber auch nichts. Ah ja, seht ihr, das war schon. Coming Sun. Okay, die Map hier kannte ich jetzt echt noch nicht. So, wir probieren das mit die Map hier nochmal. Jetzt sollten wir ein bisschen geübter sein, weil wir die schwereren Level jetzt alle mal ein bisschen gemacht haben. Vorausgesetzt, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass die Maus nicht richtig geht gerade. Komm schon. Bitte nicht ruckeln. Dein Ernst, Spiel? Okay, ich mach noch. Ich bin jetzt bei 5 Versuchen. Mach mir die 10 noch voll. Dann lassen wir's. Meine Konzentration hat mittlerweile gescheit gelitten. Okay, das war die Nummer 6. Innerhalb der 5 Versuche, innerhalb der 4 Versuche, die ich jetzt noch hab, müsste ich es eigentlich schaffen. Und wenn nicht, dann hab ich eben Pech gehabt, oh Mann, das bekomme ich schon noch hin. Alter, was war das? Jetzt hat die Maus wieder nicht reagiert. Okay. Hallo, ich habe doch gedrückt. Was war das gerade? Da ist er auch nicht gesprungen, obwohl ich gedrückt habe. Okay, das war der letzte Versuch. Schade, jetzt spinnt die Maus rum, Alter. Hoffentlich legt sich das wieder. Ich brauche meine Maus noch. So, hier nochmal der Name für alle, die es nicht wissen. Gometry Dash heißt das Ganze. Ach, ich bin nicht eingeloggt, deswegen ist mein Account nicht verknüpft. Mich schon gewundert. Na egal. Das mache ich nochmal. Ach Leute, was müsst ihr denn immer spammen? Heute habt ihr das echt wieder genau beieinander, ey. Vielen Dank auf jeden Fall meine Mods gerade mal. So, Sekunde, wo ist denn mein... Das der hatten wir, ne? Genau. Sieht verdächtig danach aus, als wäre die Shisha leer. Bist du aber schon alle? Oh ja, die ist tatsächlich komplett alle. Jetzt vor lauter Gomentry Dash zocken. Na gut. Lass mir noch ein bisschen Mucke laufen. Von über 700 Zuschauer auf 400.
Ja, das zeigt mal wieder, außerdem auch fast 500. Das zeigt mal wieder, dass die Gaming-Streams nicht so beliebt sind wie meine Laber-Streams. Bau dir eine Shisha und was? Bau dir eine Wasserpfeife? Also noch einen Kopf meinst du wahrscheinlich. Und rede mit uns. Och. Weiß nur nicht. Weißt du, wo du mich findest? Jo. Ich überlege gerade, soll ich ein bisschen. Hätte ich jetzt gerade irgendwie sogar Bock drauf. Soll ich Rocket League installieren? Und wir spielen noch eine Runde Rocket League? Weil das, was gerade läuft, ist ja der Rocket League Soundtrack. Ja, aber den Kopf geht noch. Noch ein Kopf? Brauche ich jetzt noch einen Kopf? Wo bekommen wir den Drachenschischer? Weiß ich nicht. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Das habe ich zu meinem. Ja, das habe ich zu meinem 30. geschenkt bekommen, also letztes Jahr. Kann mich auch bei dir auf Twitter melden? Nein, kannst du nicht, weil ich mit Twitter ein ähnliches Problem wie mit YouTube, Quatsch, wie mit Discord, Instagram und einigen anderen Plattformen habe. Auch von den Hatern gekickt. Ich finde es fast schade zu benutzen. Ich gebe dir vollkommen recht, die ist fast echt zu schade. Die ist echt geil. Ja, und die habe ich eben geschenkt bekommen zum Geburtstag letztes Jahr. Kannst du mal den Krug zeigen? Den Becher meinst du? Sieht man jetzt in der Dunkelheit nicht. Wow, der prügelt ja gerade echt nahe. Geilen Drache. Ja, mein Becher ist auch ein Drache. Alexa, schalte das Licht im Studio weiß. Genau, und das hier ist quasi Shisha. Sind schon geile Teile. Alexa, Studio Blau. Die Shisha sieht nämlich noch besser aus, ja, aber den Becher sieht man leider nicht richtig. Das ist ja kein Krug, das ist ja ein Kelch. Ne?
Was hast du eingeschenkt? Met natürlich. Geile Sache, Hammer. Ja, es waren Geschenke. Den Kelch habe ich von Zuschauern geschenkt bekommen und von Freunden habe ich zum Geburtstag das bekommen, also die Shisha. Und der Kelch war, glaube ich, nicht zum Geburtstag. Bin mir gar nicht sicher, ob ich den zum Geburtstag gekriegt habe. Auf jeden Fall die Shisha habe ich letztes Jahr zum Geburtstag von ein paar Freunden gekriegt. Sieht doch hochwertig aus. Ja, auf jeden Fall ist die nicht schlecht, ja. Die ist gut gemacht, auf jeden Fall. Gut gearbeitet. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die ist sogar einmalig. Also so, wie sie jetzt hier ist zumindest. Die sitzt ja auf einem Stein voller Totenschädel und so. Und so wie die hier existiert, existiert die, glaube ich, tatsächlich bloß ein einziges Mal auf der ganzen Welt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau das Modell es gibt das Modell zwar öfter, aber halt nicht genau die hier, die ich habe. Die sind irgendwie handgefertigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal daran gedacht, einen Trinkhorn zu kaufen. Ich habe sogar zwei. Ich habe zwei Trinkhörner. Ich habe 1,5 Liter Trinkhorn und 1 Liter Trinkhorn. Und für das eine Trinkhorn habe ich mir vor ein paar Jahren mal einen Ständer gekauft, der aus einem Drachen geschnitzt wurde. Der ist auch einmalig. Den gibt es auch nur ein einziges Mal. Nein, du hast mich falsch verstanden. Mit der Shisha. Die Shisha gibt es bestimmt öfter. Ja? Auch mit dem Drachendesign. Aber genau die hier, mit genau diesem Design, mit genau diesen Stacheln, mit genau diesen Ornamenten und dem ganzen Zeug dran, genau so wie sie hier steht, gibt es die nur ein einziges Mal, soweit ich das verstanden habe. Die ist handgefertigt. Und selbst wenn die noch so genau nachgemacht wurde, keine sieht gleich aus. Das ist genauso wie bei geschnitzten Drachenfiguren. Die werden größtenteils alle handgemacht. Und wenn die handgemacht werden, sind die auch automatisch meistens einmalig. Hinter mir passt keine Horn mehr hin, weil hinter mir ist ja meine Wand. Das ist ja eine Wand hinter mir. Ne? Hier. Da geht's ja nicht weiter. Weder links noch rechts. Kann man klar an der Wand befestigen, aber ich werde es auch nicht an der Wand befestigen. Ich will es ja zum Trinken. Alles andere wäre ja Nonsens.
Trinken aus dem Horn. Das kann ich irgendwann mal machen. Muss ich aber vorher erst dann mal ordentlich sauber machen. Weil das ist ordentlich eingestaubt. Ich mache mir doch nicht dauernd neue Accounts, die dann die Hater immer wieder löschen. Schaut ja aus wie der Kasper vor die Hater oder was? Aber Leute, ich denke, wir machen dann mal langsam aber sicher Schluss. Lassen wir es mal aus, glaube ich. Ja? Ich würde mich jetzt dann an der Stelle tatsächlich mal verabschieden, weil ich glaube, ja, das hat gerade anders sogar keinen Sinn, weiter zu zocken. Weiter zu labern, meine ich. Erstens mal ist es schon wieder was zum. Es ist 23. Also, wie lange bin ich im Stream? Ich bin fast zwei Stunden und Viertel online? 2 Stunden Viertel, ja. Das hat bestimmt noch niemand sogar ausgedrückt. Ja, Leute, ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream und Video Gedöns und Getue wieder mit dabei. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache und tschö, tschö. Und macht keinen Blödsinn vor allem.